Wir begrüßen Sie ganz herzlich heute Abend zu unserer zweiten Andacht im Advent, zu den 7 O-Antiphonen. Heute, O Adonai. Beginnen wir die Feier im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn wir die O-Antiphonen meditieren und uns zu eigen machen, stimmen wir in den Chor der Rufenden quer durch die Geschichte ein und geben den Leidenden und Unterdrückten dieser Welt stellvertretend eine Stimme vor Gott. Hören wir die erste Strophe aus dem Lied »Herr, send uns herab, deinen Sohn«, Gotteslob 222, die erste Strophe. Wir stehen im Gottesglauben auf den Schultern Israels. Der Gott, der sich diesem Volk offenbart und einen Bund mit ihm geschlossen hat, führte es aus Tyrannei und Sklavenherrschaft. Wer befreit uns heute aus inneren und äußeren Fesseln? Die Weisung, die Israel empfing, befreit auch heute Christen zum Leben. Lesung aus dem Buch Jesaja. Kommt, ziehen wir hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er zeige uns seine Wege, auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn von Zion kommt die Weisung des Herrn, aus Israel kommt sein Wort. Die Offenbarung Gottes
flößt eine solche Furcht ein, dass Israel seinen Namen nicht ausspricht, sondern nur vom Herrn redet, auf Hebräisch Adonai. Das Wesen Gottes aber zeigt sich in seinen befreienden, machtvollen Taten, wie dem Herausführen Israels aus der Knechtschaft. Zugleich zeigt Gott sich unscheinbar, wie in unnützen Dornengestrüpp. Das Dornenmotiv durchzieht die ganze Bibel. Über das Lamm, das sich bei Abrahams Opfer im Gestrüpp verfängt, bis zur Dornenkrone Jesu am Kreuz. Selbst wo Gott unscheinbar, ja ohnmächtig wirkt, ist er tätig und wirksam. Eine überaus wirkmächtige Form der Offenbarung Gottes ist die Tora, das göttliche Gesetz, das Mose auf dem Sinai empfangen hat. Mit der Tora verheißt Gott allen Menschen das gelingende Leben. Jesus hebt die Tora nicht auf, sondern bringt ihr Wesentliches zur Geltung. Die Weisung des Herrn zeigt uns, welche Wege wir gehen können und sollen. Vor Christus tragen wir unsere Anliegen. Wir antworten mit: Herr, befreie die Leidenden mit deinem starken Arm. Herr, befreie die Leidenden mit deinem starken Arm. Viele Menschen leben in Unterdrückung, Elend und Nöten. Herr, befreie die Leidenden mit deinem starken Arm. Selbst wenn wir zur Verfügung haben, was wir materiell zum Leben brauchen, benötigen wir Gottes Weisung für unsere Lebenswege. Herr, befreie die Leidenden mit deinem starken Arm. Beten wir in unseren eigenen Anliegen. Herr, befreie die Leidenden mit deinem starken Arm. Schließen wir all unsere Bitten ein in das Gebet des Herrn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Mit allen Glaubenden und der ganzen Kirche rufen und hören wir: O Adonai, et dux domus Israel, qui moise in igne flamme rubi apuruisti, et ei in sina legem didisti, veni, ad redimendum nos in brachio extento. O Adonai, Herr und Führer des Hauses Israel, im flammenden Dornbusch bist du dem Mose erschienen, und hast ihm auf dem Berg das Gesetz gegeben. O komm und befreie uns mit deinem starken Arm. Nummer 222, die Strophen 3 und 9. O Adonai, du starker Gott, du gabest Mose dein auf Sinai im Flammen
Dreck aus den Arm uns zu befreien. Freu dich, freu dich, o Israel, bald kommt zu dir Immanuel. Herr, wir vertrauen auf dein Wort, es wirkt durch alle Zeiten fort. Erlöse uns, du bist getreu. Komm, schaffe Erd und Himmel neu. Freu dich, freu dich, o Israel, bald kommt zu dir Immanuel. Bitten wir Gott jetzt zum Abschluss unseres Gottesdienstes um seinen Segen. Der Herr ist in unserer Mitte. Er bleibt bei uns, wenn wir jetzt auseinandergehen. Er begleite uns auf unseren Wegen durch diese Weltzeit. Dann werden sie zu Wegen, die zum Vater führen. So segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und zum Abschluss singen wir das Lied 218, Macht hoch die Tür. Oh.